Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, bin ich mal wieder nicht auf meinem Hauptaccount und das hat auch wieder einen ganz bestimmten Grund. Aber ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Genau, denn heute gibt es mal wieder ein etwas längeres Video. Zwar nicht so lang, aber etwas länger. Und es ist ja schon länger her, dass ich ein normales Video unter Anführungszeichen gemacht habe. Und ich hatte jetzt mal wieder Zeit, eins zu drehen, deswegen dachte ich mir, let's go. Ich bin hier gerade mit meinem Pferd Ravenfeather unterwegs. Ich finde diese Farbe von dem Raben so... von dem Raben, genau. Die Farbe von dem Friesen, so, kurz Brainlag, wunderschön. Und ja, ich gehe mal dem Trend nach und kaufe einen der neuen Appaloosa, wo ich sie nicht schön finde. Ja, hat auch einen Grund, dass ich auf meinem zweiten Account online bin. Ja, weil ich finde die jetzt nicht so special, dass ich jetzt sage, yo, ich muss sie auf dem Hauptaccount haben. Und wie ihr mich kennt, kaufe ich eigentlich fast immer eines der neuen Pferde. Wenn sie mir nicht gefallen, dann halt am zweiten oder dritten Account. So ist es nun mal. Weil wie gesagt, ich finde die nicht so schön, dass ich die jetzt am Hauptaccount besitzen muss. Im Hauptaccount kaufe ich mir wirklich nur die Pferde, die ich auch wirklich haben möchte und haben will. Vielleicht hat sich der eine oder andere ja das Video von der lieben Caroline Northhope angeschaut, wo sie über diese Fleckenfarben hier erzählt hat. Ja, ich finde die Farbe echt nicht schön. Ich finde die Farbe okay. Mir gefällt persönlich der hier sehr gut. Weil so kenne ich die Appaloosas, so, mit dieser Farbe. Das sieht so aus wie kleine Sterne, so ein kleiner Nachthimmel. Und von den Farben, ich weiß es nicht warum, aber für mich sieht das Pferd aus, als wäre das 3000 Jahre alt. Ich weiß nicht. Im Gesicht, die Gesichtszüge, ach, ich, nein. Und den finde ich eigentlich ganz süß. Den finde ich eigentlich echt süß. Und dann gibt es noch einen. Ups, ich hänge hier fest. Der steht in Fort Pinter. Vielleicht sehe ich den ja hier bei irgendeinem Spieler. Dann muss ich nicht extra nach Fort Pinter fahren. Sieht aber nicht ganz so aus. Ich glaube, wir fahren eher nach Fort Pinter. Internet Problems. So, nachdem ich jetzt einen kurzen Internet-Lag hatte, sind wir wieder back in the hood. Ah, okay, da steht der. Den habe ich gesehen. Den fand ich von Anfang an richtig hübsch. Vor allem durch diese also Mähnenfärbung hier fand ich den richtig hübsch. Also im Trailer. Ich muss sagen, ich finde den eigentlich ganz süß. Aber ich finde die Mähne von denen irgendwie jetzt nicht so geil. Ich weiß nicht. Der ist schon echt knuffig. Okay, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen dem und der bei Steve steht. Den anderen, den schwarzen, der hier auch hinten weiß ist. Ich gehe nochmal den bei Steve anschauen. Okay, da werde ich jetzt ein bisschen brauchen bei der Entscheidung. Die sind echt beide süß. Aber ich finde sie, wie gesagt, nicht so hübsch, dass ich sie am Hauptaccount haben muss. Ja, ich finde sie cute und so. Aber, you know, ich will sie einfach haben, um Fotos zu machen und so, you know. Boah, das sieht echt knuffig aus. Ich brauche dieses Pferd. I'm sorry, nein, okay, ja. Okay, Namen, oh Gott, Hilfe. Ich habe mich nicht vorbereitet drauf. Ich kann nicht anders, als dieses Pferd Night Sky zu nennen, weil es mich eben erinnert wie so an einen Sternenhimmel. Und Star Sky finde ich, hat sich nicht cool an. Deswegen Night Sky und ich würde sagen 3 zu 1. Yay! Ja. Juhu, ich habe eines dieser Viecher. Ja. Klar freue ich mich. Neues Pferd ist eigentlich nicht mehr so special, weil es ist so gefühlt jede zweite Woche ein neues Pferd rausbringt. Okay, jede zweite Woche nicht, aber gefühlt einmal im Monat. Deswegen ist es jetzt nicht mehr so special, ein Pferd zu kaufen wie damals, wo man sich mal alle 2-3 Monate ein Pferd gekauft hat. Aber ja, ich besitze jetzt eines dieser Viecher und wir werden jetzt uns mal ganz schnell ein Outfit und Gangarten anschauen. Aber auf was ich gespannt bin, sind tatsächlich Mähnen und Schweifstil, weil ich finde die Mähne von dem jetzt echt nicht so hübsch. Wo ist es? Junge, ich habe so viele Pferde hier, die sind Level 1, weil ich die einfach kaufe und nie mehr anschaue. Ups. Wo ist das Pferd eigentlich?
nicht an. Ah, hier. Hier ist übrigens auch... Hier. Dieses Pferd hier, mit dem, das habe ich eigentlich nur gekauft, um schöne Fotos zu machen. Ups. So, das ist das Vieh. Und ich würde sagen, ich ziehe dir mal kurz was an und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe jetzt ein Outfit, was akzeptabel ist. Das habe ich eigentlich fast immer an, aber never mind. Den Schritt, der gefällt mir gar nicht. Das habe ich ja auch im Trailer schon gesehen. Den Trab... Jein. Ist so lala, kann man lassen, muss man aber nicht so... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nein. Mir kommt dieses Appaloosa hier im Spiel so mehr so Pony-mäßig vor, so Welsh-Pony-mäßig. Ich würde ein Appaloosa in Real Life nie mit einem Pony vergleichen, aber hier in SSO sieht es irgendwie so Welsh-Pony-mäßig aus. Den Leichtgalopp habe ich auch im Trailer schon gesagt, gefällt mir gar nicht, weil der hier vorne so kurz ist. I don't know. Ja, der Galopp ist okay. Der schnelle Galopp gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das ist so die, das sind so die Gangarten. Ah, dann haben wir noch Stopp. Welches Pferd? Nein. Was ist das? Kein Pferd stoppt so. Keines. Können wir das kurz nochmal in Slow Motion sehen, bitte? Kein Pferd stoppt von 150 auf 0 so runter. Keines. Also ich muss sagen, SSO, das habt ihr sehr realistisch gemacht. Wirklich sehr. Props an euch. Oh, da kam gerade eine Nachricht. Sehr realistisch, SSO. Kuss geht raus. Wunderschön. Ich glaube, man sieht die Begeisterung, wie zufrieden ich mit dem Pferd bin. So null. Das war ein totaler Fehlkauf. Aber ist scheißegal jetzt. Ich bin gefühlt nie auf dem Account online. Deswegen fahren wir jetzt und schauen uns die neuen Mähnenstile an. Dann gibt es auch so eine Special-Animation, habe ich gerade rausgefunden. Die gucken wir uns an. Und die neuen Halfter, die rauskommen, die nur fürs Appaloosa gehen. Leider, ich hätte die so gerne gekauft auf meinem Hauptaccount, die Halfter. Aber ich will dort kein so ein Vieh besitzen. Weil die sind es mir echt nicht wert. Deswegen, ja... Dieses Video besteht gefühlt nur aus Rage und Lucy beleidigt Appaloosas. Ich sehe schon Memes und Clips kommen. Aber ja, es ist alles gut. Eigentlich ist gar nichts gut, weil ich finde es absolut scheiße, wie SSO das Pferd einfach nur versaut hat. Aber egal, never mind. So. Okay, was haben wir hier? Findest du es eigentlich ganz okay, aber der Schweif, finde ich. Der Schweif passt irgendwie nicht ganz so. Oh, das hat ja hinten auch Zöpfchen, das ist urknuffig. Schauen wir nochmal von vorn. Oh, das ist schon echt süß. Das ist schon süß mit den Zöpfchen. Stehmähne. Wobei, der Schweif wird ein bisschen länger. Bisschen dicker. Voluminöser. Der wird dann hinten mehr so weiß. Ich weiß nicht. Naja. Oh mein Gott, schrecklich. Das sieht jetzt... Hinten finde ich es nicht schlecht. So, der Schweif kann man lassen. Kann man so machen. Aber vorne sieht es auch wie so ein Kinderpony dann. Mit den Zöpfchen. Nee. Okay, das hat vorne ein Zöpfchen dann. Wie schaut das dann hinten aus? Oh mein Gott. Okay, wenn es nur vorne wäre, okay, aber... Nee, das ist mir zu Trakehner-like. Das finde ich eigentlich ganz süß. Okay, wait. Okay, ich finde den Shop von echt süß. Ich glaube, ich lege die Mähne. Ich glaube, ich kaufe das. Ich finde das schon echt süß. Wie ist das nochmal hier auf der Seite? Hat das so ein... Oh, das ist schon süß. Ich kaufe das. Oh, ich will das haben. Okay. Schauen wir uns das mal an. Oh ja, das ist süß. Das ist echt süß. Okay. Dann gibt es noch die Special Gangart. Ah, hier war sie gerade. Jetzt mal kurz ernsthafte Frage. Ich bin noch nie in Appaloosa geritten. Aber macht sowas ein Appaloosa? Ich weiß nicht. Joa.
Vielleicht gewöhnt man sich dran, wenn man an Appaloosa öfter reist in den SSO. Joa. Und steigen. Das finde ich süß. Das finde ich echt cool gemacht, das Steigen, muss ich sagen. Das ist cool. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ihr habt heute ein bisschen Rage Lucy mitbekommen, weil ich schon echt traurig finde, was SSO so aus den Pferden gemacht hat, weil ich finde die eigentlich in Real Life echt süß. Wir haben öfter auf Turnieren bei uns Appaloosas da, die bei den Turnieren, bei den Meisterschaften bei uns mitreiten. Die finde ich schon echt süß. Aber in SSO muss ich sagen, Die Mähne hier jetzt finde ich süß wegen dem Schopf hier vorne und schade, dass die hier auf der Seite nicht auch ist, aber die Mähne finde ich jetzt einfach besser. Und den anderen Mähnenstil, den mit dem Zopf, fand ich eigentlich auch süß, außer dass der Schweif dann auch so war, das fand ich nicht mehr cool. Aber ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es mal wieder ein bisschen ein längeres ist, wie sonst jetzt normalerweise immer. Vielleicht gefällt es euch ja jetzt wieder mehr, längere Videos anzuschauen. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!